Weil die ungarische Regierung überzeugt ist, dass Schulen ein Sicherheitsproblem haben, plant sie die Einführung von Schulwächtern. Diese sollen nicht nur direkt der Polizei unterstellt werden, sondern auch überwiegend aus Polizisten im Ruhestand bestehen, ausgestattet mit speziellen Befugnissen. Gemäß des Polizeigesetzes können Schulwächter Knüppel, Reizgas, Handschellen verwenden und sie dürfen physischen Zwang ausüben. Es ist wichtig, dass sie diese Hilfsmittel nur auf dem Schulgelände und während der Unterrichtszeit benutzen können. Kritiker der Gesetzesinitiative werfen der Regierung vor, nur die Symptome und nicht die Ursachen eines Missstands anzugehen. Landesweit ist der Einsatz von 500 dieser Schulwächter geplant. Parallel dazu soll die Strafmündigkeit für einige Delikte von 14 auf 12 Jahre gesenkt werden. Wenn wir das Kind sofort als Kriminellen betrachten, wird es das Gefühl haben, dass es keinen Sinn macht, zu kämpfen, zu lernen. Es wird ihm ergehen wie sein Vater und im Gefängnis landen. Die Regierung ist der Ansicht, dass es Schulen und ganze Regionen in Ungarn gibt, in denen Lehrerinnen und Lehrer in Gefahr sind, und dies sei nicht tolerierbar. Die Wurzeln von Schulgewalt sieht die Regierung in den Familien. Erklärtes Ziel ist eine Abschreckung von Gewalttätern an Schulen. Eine Grundschullehrerin äußerte Bedenken hinsichtlich eines dauerhaften Einsatzes von Wächtern mit polizeilichen Befugnissen auf dem Schulgelände. Es geht nicht um Gewalt, es geht um Bildung. Es ist wichtig für unsere Kinder, jemand zum Reden zu haben, wenn sie einen Kampf sehen oder jemand sie im Klassenzimmer, im WC oder auf dem Schulhof verletzt. Eltern von kindlichen Straftätern sollen staatliche Unterstützungsleistungen für ein Jahr gestrichen werden.